Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Überrascht haben mich die Beiträge ja jetzt nicht so. Vielleicht in ihrer Offenheit tatsächlich. Dafür möchte ich auch danken. Ein paar Punkte. Frau Koch hat gesagt, das war eigentlich das Hauptargument, das ich gehört habe, warum Sie ihn ablehnen werden. Es ging um die parteipolitische Profilierung. Wenn die Grünen so einen Antrag stellen würden, würden wir Gesundheitsschutzbehörden zustimmen. Aber lassen wir das mal wieder angestellt. Das andere Argument war ja, es gibt diesen den Tisch für Lärmschutz. Ich habe in meiner Rede ja auch dargelegt, dass wir die Forderungen von diesem runden Tisch begrüßen und dass wir uns da auch weiter beteiligen werden. Es geht uns ja aber hier auch darum, den weiteren Ausbau zu verhindern. Die Forderungen werden ja weiterhin aktuell werden, denn der Lärm ist ja bereits da. Der zweite Punkt war, die Beschlüsse sind alt. Also sie sind noch nicht alle vollzogen. Und wenn wir von der Verkehrswende reden, dann muss man eben manche Sachen umkehren. Wo ist denn Ihre Verkehrswende? Herr, bitte? Schülertick, oh schön. Für die Schüler, die sowieso mit dem Bus fahren, weil sie Bus fahren müssen. Ist es gut, dass sie jetzt dafür weniger zahlen müssen, aber was ist mit dem Sozialticket, was ist mit einem günstigen Nahverkehr für die Senioren? Da gibt es genug Punkte. Herr Gröning und Herr Kortmann, finde ich, hatten uns doch eigentlich auf den Punkt gebracht, um was es geht. Es geht um die Exportnation Deutschland, es geht um den Standort Kassel, es geht um VW, Bombardier und die Arbeitsplätze. Wir unterstützen auch die Streiks der IG Metall, die letzte Woche waren, für die Arbeitszeitverkürzung. Wir waren ja auch vor Ort, wir haben uns ja auch mit Kollegen unterhalten. Aber eine Verkehrswende heißt eben auch, da Alternativen zu schaffen, tatsächlich den ÖPNV zu unterstützen. Und wenn Sie weiterhin immer das machen, was VW sagt, egal was für Menschenversuche oder Affenversuche das sind, dann wird sich halt nichts ändern. Ja, oh, ich finde es auch ziemlich schade, dass da einfach nichts in diese Richtung deutet. Wo ist denn die Verkehrswende? Sie werden die nicht hinkriegen, weiterhin nur den Autoverkehr subventionieren. Und das passiert, wenn es weiterhin nur darum geht, Exportnation Deutschland und wir brauchen Autobahnen, Autobahnen, Autobahnen. Und dann gibt es halt ein Schülerticket. Das ist keine Verkehrswende. Mich wundert es nicht, aber vielleicht ist es ja trotzdem eine Gedankenanregung, wie man Verkehrswende auch denken könnte. Dann wäre ja schon was gelungen. Vielen Dank. Herr Kahn.